So, hallo Leute. Nachdem der letzte Vlog auf so große Zustimmung gestoßen ist, habe ich mir überlegt, ich mache das öfter und erzähle auch jetzt ein bisschen was über dieses Video, weil mir jetzt nur beim Fahren so zu gucken, ist vielleicht nicht immer so spannend. In dem Fall war es wieder spannend für mich, weil das der erste Ausflug auf den Nürburgring seit 1,5 Jahren war. Man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich so. Das letzte Mal war ich im Mai 2012 mit der 7 IG dort und dann war ich den Sommer über halt viel unterwegs durch die Lande, aber nicht auf der Rennstrecke. Dann war Winter und da bin ich natürlich nicht gefahren. Und im Frühjahr hat dann der Ärger mit dem Getriebe angefangen, ja, was sich dann bis vor kurzem hingezogen hat. Und hat die Grand Prix-Strecke am Nürburgring, holla, hier sieht man, ist ganz schön was los. Das war der letzte Termin im Oktober, wo die Grand Prix-Strecke auf hatte. Gibt nicht so viele Termine. Hier sehen wir jede Menge ja, Rente-Race-Car, Suzukis, die werden uns noch öfter begegnen. Da waren alleine 20 von unterwegs. Hier der rote und davor der weiße, immer die mit den Streifen. Und dazwischen ein Taxi der langsameren Art. Ja, also was ich sagen wollte, wenn man so lange nicht unterwegs war, zumindest geht es mir als Hobbyfahrer so, ich bin ja kein Profi. Dann merkt man das auch nach einer einfachen Wintersaison an den Rundenzeiten. Wenn man jetzt mal stoppt, ist man auf einmal sagenhafte 10 Sekunden langsamer und fragt sich, wie man überhaupt so viel schneller fahren konnte. Ja, und wenn man dann ein paar Runden gefahren ist, dann kommt man so langsam wieder hin. Hier wieder ein Suzuki. Kommt man so langsam wieder an die Zeiten ran, die man mal hatte, also die ganzen Bremspunkte. Und ja, zumindest was ich unter Bremspunkten verstehe, wenn man jetzt einen Profi ins Auto setzt, der hat den wahrscheinlich nochmal ganz woanders als ich jetzt. Aber meine beste Zeit, die ich nach dem Tuning gefahren bin, war halt eine 218. Und jetzt mal abgesehen davon vom Verkehr, hier wieder ein Suzuki. Von dem ganzen vielen Verkehr, wo man sowieso keine freie Runde bekommt, ist man irgendwo bei 226, 227 jetzt gelandet. Und hier übrigens wieder ein Suzuki. Und naja, ich komme gar nicht zum Erzählen, schon wieder ein Suzuki. Okay, rechts, links vorbei. Er ist sich nicht ganz sicher, wo er hin will. Da fahren wir mal rechts vorbei. Hier kommt von hinten übrigens ein Porsche angefegt. Den lassen wir mal vorbei. Ein schöner Turbo, der ordentlich Dampf hat und die Reifen offenbar schon besser auf Temperatur als ich. Nun ja, und hier übrigens ein Suzuki. Also, wenn ich jetzt nach so langer Zeit mal wieder auf der Rennstrecke unterwegs bin, dann gehe ich das immer recht piano an und versuche erstmal wieder ein Gefühl fürs Auto zu bekommen, weil das doch völlig anders ist, als wenn man jetzt auf der normalen Landstraße fährt. Ich habe halt zwei Sätze Reifen und auf der Rennstrecke nehme ich halt die Toyo R888 und auf der Landstraße einen normalen Sport Conti 2. Und ja, das fühlt sich doch recht anders an, weil die Toyos deutlich besseren Grip aufbauen. Auch jetzt hier, wir hatten jetzt nicht so die tollen Temperaturen an dem Abend. Es war so um die 10 Grad, aber er hat trotzdem noch einen deutlich besseren Grip als jetzt ein normaler Sportreifen. So, ja, lange kein Suzuki mehr gesehen. Was haben wir da vorne? Das müsste ein Elise sein. Also es waren auch einige Lotus unterwegs und einige richtig flott. Wenn ich mich recht erinnere, kommt gleich auch noch einer von hinten, der richtig Tempo hatte. Und die gingen zum Teil, nee, war doch keine Elise, es ist ein Porsche. Nun gut. Soll uns recht sein. Apropos rechts, wir sehen hier einen Suzuki. So, und der Porsche, das hatte ich in der Aufstellung in der Boxengasse gesehen, der hatte einen lustigen Aufkleber drauf, da stand Deutsche Post Eilzustellungen, fand ich ganz witzig. Ansonsten würde ich mir ja, so ein Auto eher weniger kaufen. Also ist mit Sicherheit ein schöner Wagen. So, fährt rechts ran. Dankeschön dafür. Aber ist mir persönlich einfach zu gewöhnlich. Sieht man halt auf jedem Aldi und Lidl Parkplatz. Naja, der Sound ist gut. Sagen wir es mal so. Und schnell sind die Karren auch. Zum Beispiel GT3 RS oder so. Da ist natürlich schon Kaliber. Da muss man sich auch im Crossbow mit 325 PS ordentlich lang machen, um da mitzuhalten. So, ja, wie man sieht hier, ich fahre das alles ganz kommod und gemütlich spazieren und nicht über die Randsteine. Habe auch meine
Freundin auf dem Beifahrersitz mit dabei und ja, dann wollen wir es mal nicht übertreiben. So, da vorne übrigens ein Suzuki. Ja, okay, jetzt fährt er rechts ran mit circa 130 im Knick. Auf jeden Fall, was man sagen muss, die Leute sind gut gebrieft worden. Die haben auf jeden Fall in den Rückspiegel geguckt zum größten Teil und wussten auch zum Beispiel solche Sachen mit Blinker setzen. Wenn jemand jetzt zum ersten Mal auf der Rennstrecke fährt, weiß er das vielleicht nicht, aber es ist echt ganz hilfreich, wenn man jetzt von hinten kommt und der Vordermann einem anzeigt durch den Blinker, wo er halt ranfährt, und dann weiß man halt, man ist gesehen worden und kann gefahrlos überholen. Das habe ich auch schon anders erlebt, dass Leute einfach ohne irgendein Zeichen die Spur gewechselt haben, und dann ist natürlich direkt gefährlich. Jetzt kommt gerade die besagte schnelle Ibis von hinten an. Also mal abgesehen davon, dass der wahrscheinlich ein bisschen mehr Leistung unter der Haube hatte als die durchschnittliche Elise, konnte der Mensch, der da am Lenkrad gedreht hat, auch gut fahren. Schnelle, gute Linie. Und wenn ich sowas halt sehe, dann habe ich persönlich jetzt auch kein Problem damit, dann in den Rückspiegel zu gucken, in den Blinker zu setzen. Wenn jemand einfach schneller unterwegs sein kann, dann soll er fahren, in Gottes Namen. Ich finde es halt lächerlich, wenn jemand dann versucht, ein Rennen zu fahren oder einen zu blockieren, dass man da nicht überholen kann, weil es ist kein Rennen, es ist einfach nur eine Touristenfahrt, geht hier um gar nichts. Und keiner kriegt Geld, keiner kriegt Punkte. Also lass man doch einfach vorbei. Und ein guter Punkt ist jetzt zum Beispiel hier, er ist zwar noch ein Stück weg, aber danach kommt halt Schumacher S, und jetzt setze ich im Blinker links, wird ein bisschen langsamer und dann fährt der gute Mann vorbei. Und der hat ja eine Kamera, da winken wir mal. Kamera ist doch eigentlich verboten, oder? Naja. Und da sieht man schon, er hat guten Zug drauf. Und jetzt versuche ich mich halt auch ein bisschen langsam zu steigern, ein bisschen schneller zu fahren, Bremspunkte ein bisschen weiter nach hinten zu verlegen. Hier wieder ein Suzuki, oder? Ne, ist ja gar keiner. Okay, aber auch rechts geblinkt. Gut zu erkennen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem ersten Teil aus dieser Session. Ist ein bisschen Arbeit gewesen mit den ganzen Untertiteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch genervt hat, dann schreibt es mir auch in die Kommentare, dann lasse ich es in Zukunft sein oder mache ein bisschen weniger. Ich freue mich über jeden Kommentar und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.